Ihr habt Kontakt aufgenommen, einen Termin gemacht. Dann geht's nun ans Eingemachte. Ja, und da ist auch schon unser Sportsfreund. Ab jetzt heißt es, viele Fragen stellen, mal bücken und drücken. Det, hallo. Hallo, ich bin der Marc. Marc, was hast du am Start? Golf 5. Baujahr 2003. Was hat er runter? 110.000 ungefähr. Wie viele Leute waren da drauf? Zwei. Irgendwelche Vorschäden? Bis jetzt nichts bekannt. Nichts bekannt. Guter Pflegezustand? Nein, das Ding ist im Alltag gefahren worden. Hier vorne am Radloch, schon komplette Blasenentzündung. Was war denn hier los? Stand da an der Hecke, war das Ding immer feucht? Oder ist hier was anderes passiert? Da kann ich jedem nur raten, nehmt mal einen Magneten mit. Wenn der nicht mehr hält, wisst ihr, unterm Lack ist bestimmt viel Spachtel oder irgendwas ist hier nicht ganz sauber. Hält er oder fällt er? Nee, der fällt. Ja, aber warum fällt er? Hier unten hält er wieder. Aber um das genauer zu lokalisieren, wie groß der Bums war, mal die Spaltmaße kontrollieren. Hier mal einen Finger reinstecken. Der verschwindet hier fast. Andere Seite kriege ich nicht mal einen kleinen rein. Ja, was war hier los? Auf jeden Fall hat das Teil hier einen reingekriegt. Als erstes mache ich mir einen Eindruck über den Allgemeinzustand. Ist der Wagen gepflegt? Ist der runtergeritten? Abgerockt? Bin ich Endverbraucher? Der letzte Kandidat für die letzte Fahrt? Das will man nicht. Heckcheck. Ist der Wagen verkratzt? Wurden hier Fahrräder transportiert? Wurde er als Müllwagen missbraucht? Oder ist er aufgeräumt? Naja, ausgesaugt ist der nicht. Hier haben wir noch die ganzen Altlasten vom Vorbesitzer drin. Hast du dich nicht drum gekümmert? Ja, wird halt benutzt. Ja, und wurde das Bordwerkzeug auch benutzt? Oder fehlt da was? Ja, ganz komplett ist es nicht, aber entscheidend ist, gucken wir uns mal den Abschlepphaken an. Hing der schon drin? Ist der rostig? Hat er Probleme gehabt? Wurde er schon mal gezogen? Hier ist es sauber, das haut hin. Nur leider ist hier in Sachen Bordwerkzeug nicht alles drin. Das sind Abzüge. Jedenfalls ist er nicht faulig. Wir haben hier kein Feuchtbiotop mit Schimmel, kein Plüsch drauf. Beule, Delle, Pickel, Kratzer und an der Bremse haben wir auch noch einen Patzer. Da wird's ganz interessant. Wie sieht's aus? Ist die Scheibe eingelaufen? Haben wir hier einen Grat? Das geht noch. Die ist nicht eingelaufen. Eisen auf Eisen wurde hier nicht gebremst. Das kann ich ausschließen, weil ich hier keine starken Riefen sehe. Wenn ich sehe, dass die Bremsen an der Verschleißgrenze sind, gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder ziehe ich das ab und das Guthaben ist für die Reparatur. Oder er macht es noch und wir kommen klar. Aber wie sieht es mit dem Gummi aus? Im Winter 4 mm Profiltiefe, im Sommer mindestens 1,6. Aber wie alt ist der Reifen? Ist der schon eckig? Hat er Standmacken? Läuft der überhaupt noch ab? Ist das Profil schon so ausgehärtet? Das erkenne ich hier an dieser Zahl. 3407 heißt 34. Woche 2007 wurde der Reifen hergestellt. Also der ist noch nicht so alt. Der hat noch ein bisschen Zukunft. Motorcheck. Hast du ein Checkheft? Ja, habe ich. Lückenlos? Ja. Das sagen sie alle. Lass mal sehen. Ja. Schön ist es, wenn man hier noch ein paar Zettel findet mit Hinweisen. Aha, Kühlmittel wurde gewechselt. Frostschutz ist noch drin. Hier vorne Ölwechsel. Okay. Hier vorne steht dann alles drin. Über Service. War er regelmäßig da. Ist hier alles klar? Was wurde gemacht? Und wann wurde es gemacht? Das steht hier. Und das gibt auch ein bisschen Sicherheit. Ist der Wagen gepflegt und durch die Inspektion gegangen. Das passt. Schleim oder nicht Schleim? Das ist hier die Frage. Einmal den Peilstab ziehen. Hier mittig getroffen. Aber sind hier oben Ablagerungen? Ist hier Wasser im Öl? Haben wir einen drohenden Kopfdichtungsschaden? Dann wird's komisch, dann haben wir hier Schleim drin. Das hier ist sauber, so schwarz, wie das Dieselöl auch sein soll. Zündung! Ja, kommt sofort, der Motor ist noch kalt. Das ist ein gutes Zeichen, aber jetzt auch mal auf Nebengeräusche achten. Jault die Lichtmaschine? Haben wir hier pfeifende Lager? Oder ist alles stramm? Der harte Diesellauf, der ist normal. Wenn man überhaupt keinen Plan hat, dann achtet man erstmal auf ungesunde Nebengeräusche. Pfeift irgendwas, jault irgendwas. Geruchsprobe, mal den Zinken reinhalten. Wonach duftet es denn hier? Wurden hier noch alte Lebensmittel unterm Sitz vergessen? Das Fahrzeug auch mal befühlen. Ist das Lenkrad abgegrabbelt? Ist der Schaltsack verschlissen und zerrissen? Sind die Pedale schief abgelatscht? Und dann vergleiche ich das mal mit dem Kilometerstand. Habe ich da Probleme? Steige ich gleich wieder aus. Ist das Ding gedreht worden? Oder passt es zusammen? Dann heißt es Probefahrt. Fassen wir noch mal zusammen. Bei Interesse. Stellt viele Fragen, viele Infos aus dem Verkäufer rauskitzeln. Gucken, sich einen äußeren Eindruck machen. Bücken, kontrollieren und ganz wichtig, die Papiere studieren. Und gibt es dann noch Unsicherheiten? Keine Angst haben und auch mal einen Fachmann fragen.